Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Ja, die Lage spitzt sich zu. Orion wurde beim letzten Mal getötet. Von Aaron. Ah, wir sind es endlich geschafft. Ich habe genug. Die Dämmer scheinen und dunkle Bogenschütze. Garrett, ich rutsche! Ganz ruhig! Die Kralle! Gib mir die Kralle!
Okay. Ja. Wir haben es geschafft, liebe Freunde. Darauf erstmal stoße ich mit einem Siegesbierchen an. Selbstverständlich alkoholfrei. Ach, was soll ich sagen? Ihr habt ja bei mir jetzt zwangsläufig ein Wechselbad der Gefühle erlebt, was dieses Spiel anbelangt, während ich es gespielt habe. Und ich muss sagen, am Ende des Spiels bin ich, also ich war am Anfang, war ich relativ euphorisch, weil ich mir dachte, oh ja, geil, neues Dark Project, wird sicher super, die Bewertungen waren ja auch echt gut und alles, aber ich muss ehrlicherweise sagen, meine Erwartungen wurden enttäuscht. Das Spiel war... Es war kein Thief im eigentlichen Sinne. Ihr habt gesehen, dass ich mich mit der Schleichmechanik wahnsinnig schwer getan habe, weil einen die Leute hier sofort entdeckt haben, einfach um dieses Entdeckungssystem mehr casual zu machen und alles immer mehr... Ich weiß nicht. Das ist irgendwie so eine Angewohnheit von neuen Spielen, dass sie immer alles so... Wie soll ich sagen? So repetitiv machen müssen. So... Ja, es kommt gar nicht mehr auf Können drauf an, eigentlich. Weil das Schleichen hat nichts mit Können zu tun. Ich meine, wir haben ja nicht mal die Möglichkeit gehabt, den Leuten dann noch irgendwie auszuweichen, selbst wenn sie uns mal entdeckt haben, weil diese Level alle so eng sind und die Gänge und alles. Ihr habt ja gesehen, wenn ich immer versucht habe zu flüchten, man kann ja auch gar nicht vor den Leuten flüchten, die finden einen ja immer. In alten Thief-Teilen ist man weggelaufen und man war im Prinzip schneller immer als die Gegner, was ja auch irgendwo logisch ist, weil die ja meistens eine Rüstung getragen haben und man selber eigentlich, ja... als Dieb recht leicht bekleidet ist mit so einem Lederharnisch. Es ist halt einfach... Es ist unlogisch. Also es ist kein... Oder was heißt unlogisch ist es vielleicht nicht, aber weil ich meine, man sieht heute, wenn sich im Schatten vor einem was befindet, selbst wenn nur eine ganz, ganz kleine Lichtquelle irgendwo herkommt, kann man so die Umrisse von dem Menschen, der da kauert, schon sehen. Ja, da gebe ich euch recht. Und wenn man da... Wenn der nah an und auf uns zuläuft oder wenn er auf uns zuläuft und nah an uns vorbeikommt, dass er uns entdeckt, das ist irgendwo logisch, ja, aber es passt nicht in die Thief-Spiele. Da war das so, da war man ja an Schatten selber. Man hat sich so versteckt, dass einen die Gegner nicht gesehen haben. Auch nicht, wenn sie direkt an einem vorbeigelaufen sind. Und ich fand diese Knappheit, das hat die Thief-Spiele ausgezeichnet. Das fand ich im dritten Teil, fand ich das ganz, ganz stark. Da konnte man sich so an die Wand pressen. Super, super Mechanik, richtig geil gelungen. Den dritten Teil übrigens, so wie alle anderen Teile, also den ersten, den zweiten und den dritten, findet ihr auf meinem Kanal, wenn ihr es euch mal anschauen wollt, einfach um einen Vergleich zu haben. Und bitte flippt nicht aus, wenn ihr euch die ersten zwei Teile anschaut. Der erste ist von 98, der zweite ist von 2000. Beim zweiten habe ich dann einen Grafikmod benutzt, beim ersten, den wollte ich einfach pur spielen, weil ich euch das zeigen wollte. Die Spiele haben damals einfach mit dem Aussehen, ja, konnte man keinen Blumentopf gewinnen von diesen alten Spielen, aber sie waren spielerisch deutlich besser. Man musste selber planen, man hatte eine Karte zur Verfügung, keine Wegpunkte, nichts. Man musste selber planen, wie man geht, man musste schauen, wo man wie lang kommt. Es gab 1000 Wege zum Ziel. Es war einfach anders damals. Die Spiele hatten einfach was, fand ich. Das war ein Charme. Das ist ein Charme, den diese Spiele immer noch haben. Oder so Meilensteine in der Spielegeschichte, wie zum Beispiel eben Age of Empires. Oder Age of Empires, Empire Earth, GTA San Andreas. Nehmt GTA San Andreas als Beispiel. Dieses Spiel ist mittlerweile über 10, 12 Jahre. Wann kam es? 2004 kam es raus. 13 Jahre jetzt schon bald alt. Und dieses Spiel ist immer noch geil und ich spiele es wahnsinnig gern. Ich habe sogar letztens, weil ich meine Version irgendwie verliehen hatte an irgendjemanden und es nicht mehr zurückgekriegt habe, weil, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich es irgendwie verloren, verliehen und weiß nicht mehr, wer es hat. Ich habe es mir letztens wieder gekauft im Laden, es gibt es ja jetzt für 6 Euro da, diese Green Pepper Version, das ist ja scheißegal im Prinzip, aber jetzt habe ich wenigstens mal einen Steam Key und jetzt kann es nicht mehr weg sein, es sei denn, Steam geht irgendwann mal pleite, das hoffe ich nicht, weil dann sind, glaube ich, 90% meiner Spiele sind dann einfach mal futsch. Jedenfalls, ihr wisst, was ich meine, es ist einfach wahnsinnig mega geil, so alte Spiele, die, und jeder von euch kennt GTA San Andreas.
GTA San Andreas ist einfach der Wahnsinn. Dieses Spiel ist, finde ich, vom Umfang her und von der Story her viel, viel besser als seine Nachfolger. GTA 4 fand ich wahnsinnig enttäuschend. Die Story war cool, ja, aber einfach irgendwie, ja, weiß auch nicht. Der Niko Bellic hat mir jetzt nicht so zugesagt als Hauptcharakter. Und GTA 5 hat wahnsinnig coole Charaktere, muss ich sagen, aber dafür ist die Story einfach nicht so gut. Dadurch, dass es immer zwischen diesen dreien hin und her switcht, ich weiß nicht, hat es halt einfach nicht so viel Tiefgang, wie wenn man den CJ eben spielt in GTA San Andreas. Deswegen werde ich GTA San Andreas wieder mal ausgraben und werde das auch mal wieder spielen. Ja, liebe Freunde, das war der letzte Teil der Thief-Reihe, den ich jetzt let's played habe. Ich habe damals gesagt, ich will alle Teile einmal eben let's playen für euch. Das habe ich hiermit getan. Was noch offen ist, oder von meinen Serien, die ich immer mal so mache, ist ja von Dead Space gibt es ja noch einen dritten Teil. Den kann ich noch machen, wenn ihr wollt. Oder den würde ich auch jetzt irgendwann mal machen. Dann Assassin's Creed Brotherhood bin ich euch noch schuldig, das weiß ich. Danach möchte ich aber eigentlich kein Assassin's Creed mehr machen, weil es einfach schon auch so totgespielt wurde im Internet. Was ich euch noch anbieten kann, ist, dass ich auch einfach mal wieder meine Nostalgiespiele rauskrame und euch da irgendeins zeige. Also jetzt zum Beispiel, wie gesagt, Age of Empires ist da ein tolles Spiel, hat eine schöne Kampagne. Empire Earth, der erste Teil, ist zwar schon ein altes Spiel, ja, aber hat auch coole Kampagnen, die man da spielen kann. Und das jeder von euch, der Empire Earth kennt, weiß, man startet ja quasi in der Steinzeit und kann seine Leute bis ins Weltraumzeitalter führen. Also das Spiel bietet einiges an Umfang und an Entwicklung. Und die Kampagnen beschränken sich halt immer auf eine gewisse Epoche in der Menschheitsgeschichte. Da gibt es ja zum Beispiel die deutsche Kampagne, wo man den Ersten und, glaube ich, den Zweiten Weltkrieg, oder ich glaube, beides spielt. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls, ja, sagt einfach, was ihr sehen möchtet. Natürlich wird's Total War wird's weiterhin geben. Falls es jetzt nicht schon gestartet hat, wird's bald starten. Was ich mir mit Sven mache, ich ja Total War Warhammer als Waldelfen und als Bretonia spielen wir ja gemeinsam. Das wird auch nochmal sehr, sehr viel Umfang geben, diese Kampagne. Und wir werden sicher immer mal wieder ein Total War rauskramen. Ja, was ich auch letztens nachgedacht habe, ist nochmal Total War Rome 2 wieder zu beleben und mal eine legendäre Kampagne als Rom zu spielen. Vielleicht mit ein paar Mods, die dem Spiel noch ein bisschen mehr Tiefgang und ein bisschen mehr Schwierigkeit verpassen, damit es auch wieder, ja, irgendwo schwerer wird, das Spiel, dass es so ein bisschen ans Attila-Niveau ranreicht. Und ja, dann werden ja immer wieder neue Total War-Titel rauskommen. Also das Total War-Spielen wird uns nie ausgehen, und wenn es uns mal ausgeht, mein Gott, dann belebe ich mal einen alten Teil wieder. Ich muss auch mal wieder schauen, wie sich Westeros Total War Dunkle Schwingen so macht mittlerweile. Die Mod habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob das mit diesen Spawn-Armeen immer noch so schlimm ist. Wenn ja, würde ich das trotzdem weiterhin liegen lassen. Vielleicht kommt auch in der Zwischenzeit wieder ein historischer Total War-Titel, der es verdient hat, dass man ihn spielt. Beim Total War Franchise bin ich auch ehrlicherweise schon ein bisschen gespalten und weiß nicht, wie es da weitergeht. Warhammer, finde ich, hat das Ganze für mich schon sehr gerettet. Attila war schon auch cool. Die Hauptkampagne da als Ost- und Westrum war schon echt knackig. Das fand ich richtig cool. Ja, was, wenn ich in mein Spieleregal so schaue hinter mir. Ja, es... Warhammer 40.000, Dawn of War habe ich zum Beispiel, den ersten Teil, da kommt jetzt bald der dritte raus. Ja. Also irgendwas wird sich immer finden. Ich hab halt momentan eigentlich auch relativ wenig Zeit leider zum Aufnehmen, Freunde. Weil Beruf, Privatleben etc., das nimmt gerade recht viel Zeit in Anspruch, da habe ich auch viel zu tun. Also wie gesagt, seht es mir nach, wenn von mir weniger Projekte kommen. Dafür habe ich ja den Sven mit auf den Kanal geholt, zusammen mit ihm Projekte zu machen. Und natürlich auch, dass er auch ein paar Solo-Projekte macht, was er ja auch schon sehr gut gestartet hat. Wie gesagt, er hat einfach als ja freischaffender Künstler, sage ich einfach mal, mehr Zeit, deutlich mehr Zeit als ich, sich um den Kanal zu kümmern, und deswegen, er wird es nicht jetzt übernehmen oder so, aber er wird auf jeden Fall deutlich mehr machen und wird wahrscheinlich meine Solo-Projekte, also wir werden definitiv zusammen viele Projekte machen, und meine Solo-Projekte wird er wahrscheinlich überflügeln dann mit seinen, also das meine werde ich dann wahrscheinlich auf kurz oder lang auch sehr stark zurückfahren, je nachdem, es hängt von euch ab, Freunde. Wenn ihr natürlich noch was sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare und ich schaue, dass ich es möglich mache.
Jedenfalls danke ich euch sehr, dass wir gemeinsam hier so alle von euch, die seit dem ersten Thief-Teil dabei sind, grüße ich, schreibt in die Kommentare, wenn ihr alle drei Teile bei mir angeschaut habt und wenn ihr jetzt auch den vierten angeschaut habt. Freue mich darauf, wenn es da den einen oder anderen bei euch gibt. Ich weiß, dass das manchmal hart ist, aber ja, es ist oft was dabei doch für euch und deswegen, also bis jetzt wart ihr ja mit meinen Projekten eigentlich so im Großen und Ganzen immer recht gut zufrieden. Deswegen, ja, danke, dass ihr dabei wart, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, mir hat es schon auch Spaß gemacht, das ist nur gegen Ende jetzt einfach, ja, ich weiß nicht, hat mich die Mechanik vom Spiel halt einfach genervt. Deswegen freue ich mich auf neue Projekte, freue mich, wenn ihr da wieder einschaltet. Und bis dahin, liebe Freunde, sage ich ciao, servus, euer Max. Macht's gut, freue mich auf künftige Projekte.